Ja, wir begrüßen das Initiatorpaar Rudolf Rotnase und seine Partnerin. Entschuldigung, durch die Maske kann man nicht alles erkennen. Ihr seht super gut aus. Ihr habt das toll auf die Reihe gekriegt, Monika. Und es gibt auch hier, blende mal da unten runter, ein Herz für Hunde mit dem passenden Halsschutz dabei. So, toi toi toi, zwei wundervolle Tage, ihr habt das super auf die Reihe gekriegt. Chapeau heißt das, glaube ich, in Frankreich. Ich ziehe den Hut vor dir, vor euch und vor euren Mitarbeitern, die fast alles gegeben haben. Und wir machen ein bisschen eine Vorwerbung für euch für die nächsten 48 Stunden oder sind es nur noch 36. Der Start ist heute Sonntag 12 Uhr und das Ende ist am Montag um 22 Uhr. Toi, 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 viel Spaß. Das Wichtigste überhaupt, weil viele danach gefragt haben, was passiert denn hier mit einem Reinerlös oder mit einer Spende? Der Reinerlös wird gespendet für Familien in Not in Kalaratjada. Wir bleiben in Kalaratjada für Kinder in Not und wir unterstützen halt mit den Einnahmen, die wir hier generieren, die Familien. Dazu sage ich vielen, vielen Dank. Eine Angelegenheit, die ganz wichtig ist, auch fürs Herz. Und viele, die hier heute hinkommen wollen, ja, können diesen strahlenden Blick von Frau Cecilia hier erleben. Ja, und ihr wisst, es geht an die Kinder und es geht an die Bedürftigen und es bleibt in dieser Gemeinde. Ich sage nochmal vielen Dank und Chapeau. Danke, danke. Ganz wichtig, ganz wichtig. Weiter geht's mit den Impressionen hier vom Weihnachtsmarkt. Das ist die Hütte mit Raclette, die über die Schnitzelhütte gemacht wird. Die gelbe Brigade. Moment. Moment. Monika. Die gelbe Brigade. Hier, oh, hier. Der Wurstkönig. Hier, der Wurstkönig. Uwe, wie geht's dir? Alles gut? Wir machen ein bisschen die Vorpromotion. Guck mal. Mario, guck mal. So, und weiter geht's hier mit Mario und seinem Glühweinstand. Ja, habe ich schon. Der Glühweinstand ist grün. Hier gibt's nur Kaltgetränke. Mario, was gibt's denn hier? Hier gibt es Weißwein, Rotwein, Champagner, Prosecco, Bier und alkoholfrei gibt's auch noch. Und Glühwein ist auf der anderen Seite. Wunderbar, danke. Geht los. Der Pilzkönig hier, Roman, mit den diversen Pfannen. Ja gut, okay. Also da sind wenigstens 30 Zwiebeln drin, die hier durch die Pfanne domptiert werden. Ja, und das reicht. Ja, und was gibt es da hinten auf der rechten Seite? Champignons. Champignons mit? Speck und Zwiebel. Okay, kann ich auch den Speck und die Zwiebel ohne die Champignons kriegen? Ja, kannst du auch. So, okay, also das ist der. Rezeptur aller Schirmeister. Ja, Rezeptur aller Schirmeister, habe ich gehört. So, jetzt gehen wir nochmal schnell, Monika, nach links. Zu dem Wurstkompteur im Schottenloch. Das ist das System, wie Holzkohle angebrannt wird, ja. Und das ist das Grinsen der allerlei am Flammenwerfer. Und wenn ich denn Glück habe, ja, dann habe ich passend um 12 Uhr diese wundervolle Uwe Schirmeister Bratwurst flambiert, ja. Ja, Felix Trauganow im Darm, wer kann es besser machen als er? So, viel Spaß nachher. Bis nachher. Wir sind ganz bewusst gleich. Oh, das duftet. Ja, das duftet. Ich habe mich das spannend. Ja, das ist hier auf dem Ding. Das ist das markante Zeichen hier als Hinweis zum kleinen privaten Weihnachtsmarkt heute und morgen hier beim Paradise. 12 Uhr wird hier gestartet und er rostet nicht und er braucht auch nicht gegossen zu werden. So, und jetzt geht's mal hinten rüber Richtung Nikolaus, Monika. So, das Sofa steht schon, ich bin es aber nicht. Hier sitzt nachher der Nikolaus, sobald der mit seinen Rentieren oder alternativ auch mit den Eseln hier angekommen ist. Und das passiert dann gleich. Der Nicht-Spanier würde jetzt sagen, buenos dias, schöne Fotos. Und hier könnt ihr dann natürlich euch mit dem Nikolaus fotografieren lassen. Schöne Idee für die Kinder und für die Erwachsenen. So, und ihr seht, die Zwergenbrigade ist dran und macht die letzten Vorbereitungen für die große Tombola heute hier beim Weihnachtsmarkt. Guten Morgen, Frau Zwergin. Guten Morgen, die Herrschaften. Ja, wir machen ein schnelles Proforma-Video. Bist du den ganzen Tag hier in der
Ich bin in der Weihnachtslotterie den ganzen Tag und sorge dafür, dass alle Kinder reich beschenkt werden. Okay, und du bist der Hauptpreis, ja? Dann würde ich gerne nachher mal vorbeikommen. So, ihr seht, wie es aussieht. Hier kommen die letzten Dekorationen noch mal dran. Und wie gesagt, ab 12 Uhr geht's hier heute Sonntag und Montag los. Endspurt. Genau, ja. Auf geht's. Jetzt sind wir an der Stelle, wo natürlich die Hauptpreise auch irgendwo zu vergeben sind, bei der großen Tombola. Monika macht euch jetzt mal schnell einen Überblick hier. Es kann sein, dass es durch die Glasscheibe ein bisschen spiegelt, aber hier ist eine ganze Menge, was angeboten wird. Deswegen, der Besuch lohnt. Hallo! Und weiter geht's hier bei der nächsten Hütte. Hier gibt es Churros und hier gibt es natürlich Luca Klaus. Ja, hallo, señores, morgen. Der berühmte Kellner mit seiner Multifunktionalität in jeder Situation. Luca, du bist natürlich auch im Weihnachtslook wie immer eine Bereicherung. Und ja, so, jetzt ich mag den Churros, señores, warme Schokolade. Wow. Bisschen Brownie. Und ja, señores, einen schönen Tag. Christmas Market und Luca Klaus, adios, wir müssen weiter. Nächste Hütte wartet. Señores, ich warte auf Sie. Danke. Der nächsten Hütte. Das ist auch eine von diesen Elfen, von diesen kleinen Arbeitselfen, die hier eingesetzt worden sind, mit den bunten Mützen. Aber die sitzt natürlich nicht hier in der Pastelleria, sondern sie ist nebenan im Glühweinbereich mit drin. Und dann gibt es hier die ersten zwei verträumten Gäste, dieses tolle Paar. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Hör mal, schön, dass ihr schon da seid. Es geht aber erst in 10 Minuten los. 12 Uhr ist der Start. Monika, ab zur nächsten Hütte. Jürgen, jetzt war mein Nikolaustag gerettet. Hier würde ich auch gerne aufhören. Wichtelsuppen gibt es heute hier, Linsensuppe, Chili con Carne, Kartoffelsuppe und Gulaschsuppe. Und wir begrüßen den Wichtelverkäufer Andi. Ich grüße ganz herzlich. Ich grüße euch auch und wünsche euch beiden auch einen schönen Tag heute und viel Spaß hier bei unserem ersten Weihnachtsmarkt in Kalaratiata. Eingeflogen aus der Schweiz, die haben da drüben im Moment Schneeprobleme, deswegen ist er hier mit seinem Rentier angekommen und heute gibt es Suppe bei dem kalten Wetter. Wir haben im Moment gefühlte 13 Grad und ein bisschen Wind und die Sonne kommt zwischendurch raus. Toi, 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 gute Geschäfte. Vielen Dank und schönen Tag euch beiden noch. Die Glühweinwichtelin Aline, hi. Hör mal, schön, dass wir dich jetzt in der richtigen Bude haben. Ja, bei dir gibt es den Glühwein. Ja. Schnell sag, was dazu gibt. Was hast du noch da extra drauf? Glühwein, dann haben wir natürlich noch Amaretto und alles, was man reinhaben kann. Kinderpunsch und Apfelpunsch. Hör mal, toi, toi, toi. Ja. Und wenn du zu jedem 10. Getränk eingeladen bist, kannst du heute Abend hier rausrollen. Ich hoffe, zu jedem 2. Aline, ich wünsche dir was. Toi, toi, toi. Dankeschön. Schön, dass du dabei bist. Ciao. So, kann wieder rein. Super. Das ist Federico von dem Lokal El Gaucho. Federico, es ist eine tolle Geste von dir, dass du die Fläche zur Verfügung gestellt hast, deine private Fläche, dass der Weihnachtsmarkt am Paradise ein bisschen größer werden kann. Federico, super Aktion. Vielen, vielen Dank. Geht's dir gut? Alles okay, alles in Ordnung. Ist eine super Idee von Thomas Linder und der Konengruppe. So, warten viele Leute in diese komplizierte Zeit. Ja? Ich freue mich jedenfalls darauf, mit dir nachher ein Glühwein zu trinken. Schön, dass es dich gibt und schön, dass du diese Geste gemacht hast. Vielen Dank. Wir trinken, danke. Und da ist er endlich, Papa Noel. Ich habe gehört, du hattest eine Rentierpanne, musstest umsteigen auf die Esel, bist mit deiner Eselskutsche jetzt hier. Toll, dass du auf dem Weihnachtsmarkt bist. Geht's dir gut? Mir geht's blendend. Ich bin froh, auf Mallorca zu sein. Okay, Papa Noel, wir kriegen dich gleich hinten auf dem Sofa zu sehen und zu sitzen, wo du mit den Kindern sprechen kannst und nimmst die Wünsche entgegen. Absolut. Papa Noel, du bist eine tolle Erscheinung. Schön, dass du mit hier bist. Viel, viel Spaß in den nächsten 2 Tagen. Vielen Dank, dass ihr mich empfangen habt. Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad.